Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Woohoo! Im letzten Part haben wir uns mit einer Sprungfeder auseinandergesetzt und es gab Kuchen. Ganz viel Kuchen. Okay, mehr brauche ich glaube ich da nicht mehr zu sagen, weil es war sehr sprungfederhaft und schlimm. So, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir noch so eine kleine Galaxie vor uns. Oh, die sieht gefährlich aus. Die Schädelhai-Galaxie. Okay, gehen wir da mal hin. Sieht sehr, sehr gefährlich aus. Ich glaube, da werde ich meinen Spaß haben. So, der Stern und die Skeletthaie. Wird bestimmt wieder ein sehr, sehr lustiges Unterwassererlebnis. Ich freue mich. Auf geht's. Blub. So. Suddenly Boss. Okay. Ich glaube, den müssen wir abschießen. Gibt es hier einen roten Panzer? Das erste, was ich frage, gibt es hier einen roten Panzer? So. Der Hai ist über mir. Das gefällt mir nicht. Ja, es gibt einen roten Panzer. Das ist schon mal gut. So. Mario, dreh ich mal kurz um. Danke. Mario. Gibt es einen roten Panzer? Nee, danke schön. So. Wo ist denn der Hai? Da. Nein, das war schon vorbei. Nicht so gut. Holen wir uns nochmal den Panzer. So, suchen wir erstmal wieder den Hai. Oder wir holen erstmal Luft. Das ist wichtiger. Jupp. Ist das ruhig ein bisschen länger Luft holen, Mario? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Respekt vor dem Hai. So. Der trifft irgendwie nicht der Panzer. Der Hai, da ist der Hai. Ich glaube, ich muss ihn dahin treffen. Oh ja. Das tat ihm, glaube ich, schon mal ein bisschen weh. Oh mein Gott, da ist eine Babyhai. Babyhaie. Ich hab Babys. Oh Gott, die explodieren. Das ist nicht gut. Nein, gar nicht gut. Finde ich nicht toll, den habe ich verpasst. Muss ich mir neuen suchen, weil ich puffe jetzt nicht so ewig lang rum und versuche ihn zu kriegen. Ah, da ist er. So. Wo ist der Hai? Da ist der Hai. So. Zwei. Panzer. Ja, da ist er. Ah, boah. Gibt's sogar einen Power-Up-Hilfe. Ich glaube, den holen wir uns mal. Aber ich glaube, er ist tot. Oder ist jetzt richtig böse? Oh mein Gott! Hilfe! Ich will doch nur den Power-Up-Hilfe haben. Bitte lass mir den Power-Up-Hilfe. Ich will doch nur. Geh weg! Nein. Ja, zwischendurch mal. Ah! Hilfe! Ich hab nichts gemacht! Ich war das nicht! Ich bin nur hier! Ich hole mir die Luft, sonst stirb ich gleich. So. Oh yeah! So viele Babyheil! Baby-Skelettheil, wenn man das überhaupt so nennen kann. Doch, da ist alles. Das muss ich mich noch fernhalten. So. Ja. Das geht so nicht. Oh mein Gott, ich glaube, der ist ein bisschen böse auf mich. Ich glaube, der ist böse jetzt. Ja. Falsche Richtung. Lass mich! Ich muss ihn doch, glaube ich, nur noch einmal treffen. Du machst ja alles kaputt. Willst du nicht dran? Verdammt! Das ist echt ein bisschen schwierig zu kriegen.
Hallo. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. So. Oh. Ja, ich glaube, dafür sollte ich jetzt lieber wieder den Blumenpanzer nehmen. Weil sonst schießt er die ganze Zeit auf die kleinen Küchen. Ich werde den roten Panzer und die kleinen süßen Dinger halt, ne? So, wo ist er jetzt wieder? Wow! Hilfe! Hilfe! They are everywhere! Das hat ein bisschen mehr. Doch, ich hab wieder Luft. Schwimm nach oben, Mario. Schwimm nach oben. Schwimm einfach nach oben. Ah, ist ja heiß. Echt? Wow. Wow. Ja, ich weiß. Ihr habt mich ganz doll lieb. Und der ist echt nicht schwierig zu treffen, weil er jetzt viel zu viele Haken schlägt. Wo ist er? Wo ist er denn? Ist er? Ah! Da war er. Da ist ein Panzer. Panzer. Ah, hol dir den Panzer. Hol dir einfach den Panzer. Gehst du nochmal nach oben, holst die Luft. Oder du schießt auf den Hai. Kannst du meinetwegen auch machen. Wenn er schon mal da ist. Ich hole mir jetzt erstmal Luft. Bevor ich mir den Stern hole, hole ich mir Luft. So, wo ist der Stern? Da ist er. Ah, das war sehr, sehr nervenaufreibend. Muss man ja mal sagen. Stern. Na? Wie uns auch einfach mal so ein riesiger Skelettteil an den Kopf geschmissen wird. So nichts ahnend. Schon heftig. Ne? Das war gemein. Gut. Bleibt uns nur noch Bowser's Galaxie hier. Und zwar die Kreaturenfabrik. Experimentiert mit Mutanten. Oh mein Gott. Spinnmanipulation. Wuhu. Ist eigentlich nichts Gutes, aber okay. Otterkönig auf dem Lavaplaneten. Den haben wir doch schon mal gesehen. Den Otterkönig. Das ist ein riesiger Lavaplanet. Das nennt sich Sonne. Sonne. Gelbe Riesen und so. Und warum sind hier so riesige Löcher im Boden? Ich mach erstmal die Bombas weg. Ich störe mich gar nicht. Kommen die aus der Kreaturenfabrik? Hier ist gar keine Fabrik. Ich verarsche das Spiel. Guck mal, lass das Leben in Ruhe. Das hat nichts getan. Weg. So, jetzt muss ich nicht ganz schnell rennen. Weg. Das ist alle im Weg. Schieß, Kumba. So. Hallo. Komm her. Komm her. Hier, nicht die Peilung verlieren. Ich bin noch da. So, darüber. Darüber. Das Leben lässt du in Ruhe. Ja, das ist gut. Feiner Kugelbilly. Ganz feiner Kugelbilly ist das. So. Das darfst du kaputt machen. So. Das sieht wirklich nicht wie eine Kreaturenfabrik aus. Ich glaube, da hat es sich irgendwie mit der Übersetzung versehen. Okay. Das sind Dinger, die durch Luft hüpfen. Sinken die ja nicht ab? Oder wird der Rand einfach nur heiß? Doch, die sinken ab. Dauert nur ein bisschen. Okay.
weiß ich Bescheid. Hallo! Wenn ich dir noch meinen großen Stern überlasse, wird mein Papa fürchtig mit mir schimpfen. Da bleibt bloß eins, meine ultimative Waffe. Auf geht's, Otterkönig! Das ist letztes Mal ja auch schon so gut gelaufen. Ich glaube, jetzt ist er richtig sauer. War der letztes Mal nicht grün? Okay, die hier sinken ein bisschen schneller. Okay, ein bisschen dazugelernt. Sieht aber ganz schön verkohlt aus. Boah, das war noch nicht so schlimm. Hätte ich nicht mehr gekriegt. Hat er sein Krötchen schon wieder verloren? Ich sollte auf die Plattform aufpassen. Und jetzt hagelt's hier noch Meteoriten. Jetzt habe ich das Ding verpasst. Macht aber nichts. Ja, sollte auf die Plattform aufpassen. Bams. Und Bams. Das war schon. Meine Freche. Der Fall jetzt mal aber aufregender. Oh, die Platten sinken nicht mehr ab. Auf mysteriöse Art und Weise. Naja, sammeln wir die Münze ein. So. Und dann holen wir uns den großen Stern. Ganz für neues Zeug. Ah, meine Güte. Nö. Gut, jetzt können wir ganz nach oben. Wunderschön. Ich mal sagen, gehen wir auch mal ganz schnell ganz oben. Ja. Aber das war keine Fabrik. Fabriken sehen anders aus. Ich denke mal, eher da haben sie sich wieder mit der Übersetzung wieder ein bisschen schwer getan. Anstatt das so zu dem, oh, die Rache des Otterkönigs oder sowas. Das ist bestimmt auf Englisch irgendwie Revenge of the Otter King oder was weiß ich. Naja, was ist denn das für ein Häuschen? Das ist Kinderzimmer. Gehen wir mal ins Kinderzimmer. Das ist das Kinderzimmer. Ach ja, das war ja das erste, wo wir gelandet sind. Gibt es die Hasen hier noch? Wollen die Hasen mir irgendwie wieder was Böses tun oder so? Oder kann ich jetzt hier nur so rumlaufen und ein bisschen gucken? Gucken wir mal. Sehen, was ist hier? Ist ein Röhre? Ich höre was laufen. Steht alles auf dem Kopf. Achso, das ist er hier. Das ist wahrscheinlich nur so ein Bonusraum oder irgendwie sowas. Weil Häschen ist hier nicht. Nichts mit Häschen. Nö, ich sehe keine Häschen. Keine Häschen da. Kann ich das Haus jetzt eigentlich auch wieder zurück? Nö. So kam ich jetzt wieder zurück. Ach, da ist Rosalina. Rosalina, hilf mir! Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit den Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit mir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass etwas passieren würde? Mir scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus?
du die 100 Lila-Münzen ja alle einsammelst, werde auch ich dich anerkennen. Das ist ein roter Stern und ihm wohnt zu unserer Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Drehner ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke Arme in die Richtung, wo du fliegen willst. Mit dem Blase. Ja, wenn du alle 100 Lila-Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Okay. Oh mein Gott, jetzt haben wir fliegende Mario. Das ist lustig. So, mit dem kann man nicht fliegen. Und es ist ganz, ganz, ganz komisch zu lenken. So. Ja, wir haben ja Zeit, die einzusammeln. Das wird jetzt ganz, ganz komisch zu lenken. Das konnte ich noch nie so richtig. So. Ah, cool, wie ich mich in die Luft drehe, kann ich auch einsammeln. Interessant. Die Perspektive hilft mir jetzt auch nicht gerade weiter. Ja, gut, dann sammeln wir es mal, was hier auf dem Boden ist. Das ist einfacher. Wie gesagt, die Perspektive hat mir jetzt auch nicht gerade weitergeholfen. Aber Rosalina kann einem irgendwie schon so ein bisschen leid tun, ne? Die ist immer so ein bisschen traurig. Was sich alles so entwickelt hat, wie es sich jetzt entwickelt hat. Ja, das macht Sinn. So. Wenn wir jetzt die ganzen Lila-Münzen nicht einsammeln, müsste es eigentlich auch sein, dass wir den letzten Chaos-Kometen freischalten. Guck mal, auf jeden Fall kriegen wir noch den roten Stern hier. Können wir ganz viel Blödsinn machen. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber es ist lustig. So, dann haben wir hier mal Hämmerung. Und waren hier noch keine Gumbas? So, hier noch. So, hier. So. So, die lasse ich nur. Da sind noch welche. Komm mal auf das Haus rauf. Ich möchte gerne. Danke. Darf ich die Münze haben? Dankeschön. So. So, den Haus auch noch. Mario, geh doch einfach auf das Haus drauf. So. Ne. dann hol ich mal das mit die Münze hier. So, da ist noch eine, da ist noch eine, da ist noch eine. So. Probieren wir das nochmal. Ich wollte bestimmt noch gar nicht haben. Na gut. Perspektive. Jetzt wird die zu kotzen. Ich habe eine gekriegt. So. Okay, gehen wir mal lang. So. 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 Wo ist jetzt Stonehenge hin? Wo ist es? 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 Was ist denn hier? Wo ist es hin? Da ist es. Aua. Noch. So. Rutsch. So. So. Zwei noch. Ja, wir sind beide hier. Gut, dann habe ich gleich alle. Ich hab's gleich geschafft. Das ist die Lila-Münze, ne? So. Und. Nein. Jetzt. Nein. Krieg die noch. Jetzt scheitert seine letzte Münze.
Münze haben. Gib mir eine Devin Münze. Geht doch. Ach Gott, ja Gott, ja Gott, ja Gott. So. Na, was müssen wir da wieder hoch? So. Und dann kriegen wir einen Tintenstern. Oh Gott, hier, hier. Danke, danke für diesen roten Stern. Tada! Yay. Gott sei Dank müssen wir da nicht wieder hin. Ein Gummiluma ist aufgetaucht. Na gut, wir müssen gleich nochmal hin. So, speichern, bitte. Dankeschön. So. Ja, haben wir die jetzt hier verteilt, die Sterne? Normal sollten wir die jetzt kriegen. Ja, die stehen jetzt hier rum. Ja, die kann ich ja mal kurz zeigen, weil ich können wir hier auf dem Observatorium durch die Gegend fliegen. Mehr können wir damit nicht machen. So, jetzt lässt sich doch besser mit fliegen. Jetzt haben wir diese blöde, rumrotierende Perspektive nicht mehr. So. Ja. Bin abgestürzt. Okay. Gut, dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mario Galaxy wieder. Ich wollte gerade Party sagen. Das ist... Nein. Gut, wir haben lila Münzen eingesammelt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob auch der Shabak-Anakomet für die lila Münzen jetzt auch freigeschaltet ist. Wir werden es im nächsten Part erfahren. Ich hoffe es zumindest. Und auf jeden Fall werden wir uns um die Lumi-Guma hier mal kümmern. Ne? Den Gummi-Guma. Luma-Gummi. Ja, der will essen. So. Bevor diese epische Musik abfällt, sage ich da mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder bei Pokémon. Pokémon. Tschüss und bis dann, ne?